Aber die Anita doch nicht die Garane neben die Husarenknüpfen. Wie schaut denn das aus? Mir gefällt's. Man muss doch nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Ja, dann tut aber wenigstens ein Weihrauch dazwischen. Der riecht immer so streng. Ja schon, aber das brauchen wir heute. Halt. Was wegen die Mucken? Und es muss ja doch auch nach was ausschauen, wenn dein Freund in Nordamerika kommt, oder? Du, ich glaub, die hat andere Sorgen. Wie heißt denn das überhaupt auf Englisch? Schön, dass ihr da seid. nice to meet you. Aber die Lena ist doch von hier und ihr Mann ist auch Deutscher. Und das Kind, ich meine, die Judy, die wächst ja doch in Amerika auf. Vielleicht versteht die gar kein Deutsch. Maria, die wächst doch zweisprachig auf. Was ist denn los, Franzl? Nix. Geh, für nix brauchst du doch kein Werkzeug. Die Zapfanlage ist hier, aber ich mach das schon. Mach mal fein bloß nicht noch mehr kaputt, gell? Herrschaftszeiten ausgerechnet, jetzt wo der Wolferl nicht da ist, muss das passieren. Ich verstehe nicht, warum er unbedingt zu dem Kongress in Schweiz hat fahren müssen. Weil er sein Projekt vorstellen will. Schließlich hat er 2 Jahre dran gearbeitet. Sie haben doch mich, das kriegen wir schon. Ah, jetzt muss ich aber los. Fahr vorsichtig, gell? Ja, ja. Frau Hofstetter, wie sind Sie denn hier reingekommen? Die Tür war offen. Ich habe einen Karottenkuchen für Sie gebacken. Der ist gut für die Augen. Ja, danke. Aber Sie können doch nicht einfach... Das kann ich doch nicht mit anschauen. Seit Wochen ist der Teppich nicht mehr gesaugt worden. Ja schon, aber das mache ich schon selber. Genau so schaut's aus. Sie suchen doch schon seit langem eine Haushälterin. Ja, und jetzt haben Sie eine. Ja, aber Sie sind doch eine moderne junge Frau. Wollen Sie nicht was anderes machen? Warum denn nicht? Sie sind mir sympathisch. Ja, das ist sehr schmeichelhaft. Schauen Sie, Herr Pfarrer, Sie sind allein, ich bin allein. Und Sie brauchen eine Haushälterin. Und ich würde es gern machen. Das passt doch. Das kommt jetzt alles sehr plötzlich. Bitte, Herr Pfarrer, Sie wissen doch, dass ich mit meinem Bub allein bin und ich brauche diesen Job dringend. Von irgendwas müssen wir ja leben und in Elmau findet man nicht so leichter Arbeit. Ja, also wie gesagt, das ist alles sehr überraschend. Danke, Herr Pfarrer. Ich wusste, dass Sie mir helfen werden. Der Kaffee ist schon fertig. Ist das nicht wunderbar? Wie die Küche wieder sauber ist. Ja, schön schaut's aus. Lena! Anita! Hallo! Hallo! Mensch, super schaust du aus. Und du? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Wie war der Flug? Lang. In Frankfurt haben wir ewig warten müssen. Oh mein. Hi Judy, ich bin die Anita. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Eine Kuh, die jodelt. Oh, sie wird müde sein von der langen Reise. Seid ihr allein gekommen? Nein. Tom? Tom? Das ist Tom. Servus, Tom. Endlich lerne ich den Mann meiner besten Freundin auch mal persönlich kennen. Schön, dass du uns vom Flughafen abholst, Anita. Aber wir hätten uns in der Zwischenzeit schon längst ein Taxi nehmen können. Du bist unmöglich. Sorry, dass ich spät bin. Am Sonntag ist immer so viel los auf der Autobahn. Ich nehme deinen Wagen. Es wird dir bestimmt fallen bei uns in den Bergen. Ich bin ja so gespannt, wie Elmau sich verändert hat in den letzten Jahren. Ja, wie wahnsinnig freut, dass du kommst. Erst konnte ich es gar nicht glauben. Grüß dich, Gottfriedl. Ich hab so einen Durst. Ja, es gibt aber bloß Flaschen Zapfanlages hin. Was? Ja, das schaue ich mir gleich an. Nein, nein, Friedl, lieber nicht, dann muss man sich auskennen, damit du weißt. Das mache ich schon. Franzl, geh mal weg. Ja.
Wenn Sie meinen, doch würden. So, was ich dir sagen wollte. Du brauchst übermorgen nicht zum Putzen zu kommen. Ich habe jemanden gefunden, der bei mir sauber macht. Aha, wen denn? Die Hofstädterin. Die Hofstädterin? Pass bloß auf, dass du nicht unter Pantoffel kommst. Ich muss ja nicht heiraten. Als Pfarrer, das war ja noch schöner. Maria, jetzt probier's einmal. Und? Geht's jetzt? Nein, immer noch nichts. Ganz schnell, ich hab's gewusst. Ich glaube, jetzt habe ich das Gewind abgedreht. Soll ich jetzt den Service anrufen? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Herzlich willkommen in Elmau. Dankeschön. Und du bist die Tuti, gell? Magst du Eis? So, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Kommt, wir gehen auf die Terrasse. Ihr habt doch bestimmt einen Durst. Ja, gerne. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, und ich kann das gesamte Gepäck alleine da hochtragen, oder was? Tom, das kann man doch nachher machen. Warten's. Ich helfe Ihnen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ist das nicht herrlich hier, ha? Geben Sie sich keine Mühe, Herr Pfarrer. Ich mache mir nichts aus Bergen. Ja. Warum sind Sie dann hergekommen? Meine Frau wollte unbedingt hierher. Ich bin nur wegen meiner Tochter mitgefahren. Aber vielleicht gefällt es Ihnen ja trotzdem. Ich hoffe, das Zimmer ist groß genug für euch. Ja. Naja, ich meine, so komfortabel wie in deinem Hotel ist natürlich nicht bei uns. Schaut, Lena, wollt ihr nicht anders? Ich fühle mich wohl hier herum. Schaut, das ist ein Bad und ein Balkon habt ihr auch. Traumhaft. Ich hab so oft an den wilden Kaiser denken müssen in Kalifornien. Da gibt's doch auch Berg, oder? Und ob. Aber irgendwie vermisst man die, die man von Jugend auf kennt. So ist man in der Hotelfachschule in der Schweiz auch gegangen. Maria, wäre es möglich, dass der Tom ein Extrazimmer bekommt? Ich würde gern mit der Judy allein schlafen. Was? Ja, freilich. Ja, das ist kein Problem. Danke. Für dich habe ich eine Überraschung. Komm. 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 Da damit hat der Wolferl schon gespielt, wie er noch ein kleiner Puppe. Und der Johann auch. Hast dir wehgetan? Ha? Judy! So, es ist nichts passiert. Kannst du nicht einmal auf das Kind aufpassen? Was spinnst du? Komm her, mein Schatz. Alles ist gut, komm. Komm, wir holen den Rest. Was war denn los mit der Judy? Hat sie was erschreckt? Ich glaube, das Schaukelpferd. Seit dem Unfall hat sie einfach wahnsinnige Angst vor Pferden. Aber es ist doch bloß ein Holzpferd. Trotzdem, nimm es bitte weg. Hm? Ich muss noch mal ins Hotel. Wir sehen uns später. Ist gut. Servus. Servus. Wenn sie das Kind bloß so erschrecken kann. Jetzt haben wir es gleich. Nein, nein, Herr Pfarrer, lassen Sie. Danke für Ihre Hilfe. Den Rest schaffe ich schon alleine. Ja. Auf Wiederschauen. Wiederschauen. Anita, kannst du mich mitnehmen? Bist du mit dem Radl da? Ja, aber das ist kaputt. Ich brauche einen neuen Schlauch. Tja, ich schmeiß hinten rein. Danke. Judy hat einen schweren Reitunfall gehabt. Sie ist
mit dem Vater ausgeritten und irgendwie ist ihr Pferd im vollen Galopp gestolpert und so schwer gestürzt, dass sie es töten haben müssen. So hat es mir die Lena erzählt. Um Gottes Willen. Und was ist dem Kind passiert? Äußerlich nur ein paar Schürfungen. Aber sie hat einen schweren Schock erlitten. Tja, das kann ich mir vorstellen. Das Komische an der Sache ist nur, dass sie seit diesem Unfall kein Wort mehr gesprochen hat. Ja, aber der Kleine muss man doch helfen können. Ist die nicht in Behandlung? Ja, dass ihr wisst. Der Unfall hat die ganze Familie durcheinander gebracht. Ja, aber so kann es ja auch nicht weitergehen. Stimmt. Warst du nicht jemanden, den man um Rat fragen könnte? Doch, die Steffi. Mit der habe ich studiert und die hat ein Therapiezentrum für Kinder. Die könnte ich fragen. Ich verstehe nicht, warum du nicht auf mich hörst. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass sie keinen Urlaub in den Bergen, sondern eine Therapie braucht. Ach, hör doch endlich auf. Was sie braucht, ist Liebe und Zuwendung. Aber sowas gibt's ja bekanntlich nur in intakten Familien. Dann hör doch endlich auf zu streiten. Ich streite doch gar nicht. Wir sind hierher gekommen, weil Judy einen Tapetenwechsel braucht. Sie muss über ihren Schock hinwegkommen. Dazu müssen wir nicht nach Elmar, sondern zu einem Arzt, der sich damit auskennt. Warum machst du mir dauernd Vorwürfe? Kümmer du dich doch mal um Judy. Das mache ich doch. Lass mich in Ruhe. Tom. Merkst du denn gar nicht, wie weit du von uns weg bist? Judy lässt sich ja nicht mal mehr anfassen von dir. Genau wie die Mutter. Was ist denn bloß los? Was ist denn mit uns passiert? Seit diesem Unfall ist alles anders. Wenn es eng wird, dann flüchtest du dich ins Schweigen. Ganz egal, was bei diesem Unfall passiert ist. Wenn Judy nicht mehr auf die Beine kommt, Tom, dann mache ich dich dafür verantwortlich. Ich wollte nicht stören, aber ich habe für die Judy einen Pudding gemacht. Danke, Maria. Wenn sie aufwacht, dann hat sie sicher Hunger. Essen wäre jetzt fertig. Danke, Frau Leitner. Ich habe keinen Appetit. Gehen's. Nach der langen Reise haben Sie doch bestimmt einen Hunger. Habt ihr euch gestritten, gell? Wissen Sie, ich war 30 Jahre verheiratet und bei uns war auch nicht immer nur Sonnenschein. Aber wichtig ist doch, dass man am gleichen Tag noch drüber redet. Und die Versöhnung hinterher. Ich meine, das ist doch das Schönste, oder? Tja, dass alles nur so einfach wäre. Jetzt kommen Sie, müssen was essen. Kommen Sie! Weißt du es noch? Was? Die Sache mit Franz. Du meinst das mit der Bartwurst? Ja! Sie schläft noch. Ja, das ist der Jetlag. Die hast du versteckt damals, oder? Möchten Sie noch was trinken? Ein Bier hätte ich gerne. Du bist dem Franz damals nachgestellt. Nein, doch. Vor ihr war nämlich keiner sicher. Ja. Richtig, so ein Schmarrn, das stimmt überhaupt nicht. Doch. Jedenfalls warst du nicht ohne. Ich sage nur, Giovanni. Giovanni. Das ging aber auf deine Kappe, gell? Weißt du noch, wie du mitten in der Nacht... Oh, hör auf. Das war sicher sehr witzig. Aber ich gehe schon mal schlafen. Schlaf gut. Bis morgen. Also, ich weiß noch ganz genau, wie das gelaufen ist. Der Giovanni. Der kennt sie schon. Warst du mich verliebt? Ja. Nein. Schauen Sie, das müssen Sie verstehen. Die Zweite haben sich doch schon ewig nicht mehr gesehen. Nein. Der Franz war in dich. Gute Nacht, Frau Leitner. Du warst in Giovanni verliebt. Die bringen ins Bier aufs Zimmer, gell? Danke. Danke.
ist ein Doppellader aus dem 19. Jahrhundert, nicht wahr? Ziemlich wertvoll. Oh, Sie kennen sich aber gut aus. Das ist die Flinte von meinem Urgroßvater. Das ist ein Repetiergewehr aus den 50er Jahren. Darf ich das mal in die Hand nehmen? Ja, freilich. Na, wo bist du? Gutes Versteck. Ja, das muss schon sein. So, bitte. Danke. Das hat mein Mann gehört. Der war nämlich ein leidenschaftlicher Jäger und Sportschütze. Ich auch. Ja, ich habe nie verstanden, was ihn an der Schießerei so begeistert hat. Also bei uns in Amerika sagt man, Schießen ist wie eine Befreiung. Wenn man alle seine Gedanken auf ein Ziel richtet, dann macht das den Kopf frei von all den anderen Sachen, die einen beschäftigen. Also ich weiß nicht, ich halte da nichts davon. Liebe Pfarrgemeinde, ich möchte mit euch über das heutige Evangelium... Herr Pfarrer! Ich werde noch wahnsinnig. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich würde heute gern den Dachboden aufräumen. Haben Sie mal kurz Zeit? Ja, was soll ich denn jetzt am Dachboden? Ich weiß ja nicht, was Sie wegschmeißen darf und was nicht. Ja, das machen Sie schon. Also, liebe Pfarrgemeinde. Ich bin's noch mal. Kann ich das wegschmeißen? Ja. Was ist mit denen? Ja, also jetzt machen Sie doch, was Sie wollen. Und die schmeiß ich dann auch weg, gell? Ja, sind Sie wahnsinnig? Das sind doch meine Schulhefte. Das sind doch alles Erinnerungen. Lauter schlechte Zensuren, die müssen wir wirklich nicht aufheben. Also was wir hier aufheben und was wir hier wegschmeißen, das entscheide immer noch ich. Ja, meine Rede. Vielleicht kommst du doch kurz mal mit nach oben. Nein! Jetzt brauche ich einen Schnaps. Na, mein Schatz? Na, hast du was Schönes geträumt? Hm? Du weißt doch, wenn man in einem neuen Bett etwas Schönes träumt, dann geht das in Erfüllung. Sag mal, wozu brauchen wir hier oben ein Auto? Wie willst du sonst hier wegkommen? Meinst du, ich gehe zu Fuß ins Dorf runter? Nein, aber wir wollten doch wandern. Hm? Augenblick mal. Du wolltest wandern. Ich kümmere mich heute mal um die Kleine. Judy, wir fahren in den alten Zoo nach Innsbruck. Fahr mit oder lass es bleiben. Wir schauen uns heute mal die Murmeltiere an, hm? Komm. Komm, Judy, steig ein. Komm, steig ein, komm. Schätzchen, willst du nicht mit dem Papi in den Zoo, hm? Dein Einfluss. Danke. Erzähl ruhig weiter gegen mich auf. Aber das ist doch lächerlich, Tom. Was hat er denn? Wenn es nicht immer nach seinem Kopf geht. Toni? Friedel! Komm rein! Also ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, nein, ich hab's gern. Die blühen ja wirklich traumhaft schön. Elisabeth war hier den. Die hat sie noch kurz vor ihrem Tod gepflanzt. Was hätte ihr erfreut, wenn sie jetzt ihre Blumen sehen könnt? Ja. Ich weiß, dass es immer noch schwer ist für dich, Toni. Ja, du denkst, es ist vorbei. Aber es bricht immer wieder auf. Ja. Du grübelst zu viel. Vielleicht warst du mal in Urlaub. Hm? Ja. Vielleicht hast du recht. Also, was gibt's, Friedel? Ich möchte mit der Pfarrjugend ein Zeltlager oben auf der Alm veranstalten. Weißt, Tiere beobachten, Wildkräuter suchen und ein Lagerfeuer machen. Also, das ist ja eine super Idee. Ja. Also wärst du ja gut aufpassen, dass die Kinder nicht den Wald abfackeln. Ja, sicher. Toni, da wäre noch was. Ja? Könntest du vielleicht als Bürgermeister uns einen kleinen Obolus dazugeben? Weißt schon, die Pfarrjugend ist... Ist arm wie eine Kirchenmaus, ja. Ja. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Ja. Wenn du den Lagerplatz gefunden hast, schauen wir uns einmal an. Ja, ich sag dir Bescheid. Toni, da wäre noch was.
Irgendwie muss ich ja hochkommen auf die Almen und mit dem Radl ist das der Wahnsinn. Und da wollte ich dich fragen, ob du mir vielleicht ein Auto leihen könntest. Weißt du, ich muss nämlich nachher noch nach Kitzbühel. Ja, aber meine Schuhe darf ich schon anhalten. Oder willst du die auch noch haben? Ja, leider brauche ich mein Auto halt selbst. Aber frag doch die Anita, die gibt da sicher den Hotel-Jeep. Wer jetzt da? Danke. Ja, Friedel. Hallo. Darf ich? Was? Ja. Ich habe mich über deinen Anruf wahnsinnig gefreut. Hübsch hast du das. Danke. Also als wir zwei damals an der Uni studiert haben, hätte ich nie gedacht, dass aus dir tatsächlich ein Pfarrer wird. Ja, für mich ist es der richtige Weg. Komm, setzen wir uns. Oh, entschuldige. Du hast mir ja schon am Telefon von Judy erzählt. Also du sagst, seitdem sie vom Pferd gestürzt ist, ist sie stumm? Genau. Und sie hat große Angst vor Pferden. Mhm. Also an eine Phobie glaube ich nicht. Das klingt eher nach Mutismus. Mutismus? Ja, so wie du es schilderst, denke ich, dass die Kleine ihr Urvertrauen verloren hat. Sie hat sich in ihr Schneckenhaus zurückgezogen. Gibt es denn irgendeine Person, zu der sie Vertrauen hat? Ja, zu ihrer Mutter, so wie es ausschaut. Aber zwischen den Eltern gibt es auch große Spannungen. Und warum engagierst du dich? Wenn jemand SOS funkt, dann stehen meine Antennen immer auf Empfang. Berufskrankheit. Tja, so kann man leider gar nichts sagen. Ich muss die Familie erst mal kennenlernen. Am besten, ihr kommt mal in meinem Therapiezentrum vorbei. Komm, upsi. Oh, schau, schau, schau. Passt gut zu dir, unser Auto. Ja, daran könnte man sich direkt gewöhnen. Danke, dass du ihn clean hast. Gern geschehen. Wollt ihr auch einen Aufzug hochhalten? Ja, lass uns doch zusammen gehen. Hm? Das ja. ist eine gute Idee. Halt, Judy. Komm. Warum ist denn eigentlich der Tom nicht mitgekommen? Der macht sich nichts aus Bergen. Sag's halt, wie es ist. Unsere Weiberwirtschaft ist ihm zu viel. Früher war er nicht so. Lena, ich glaube, allein seid ihr überfordert. Habt ihr noch nie daran gedacht, zu einem Therapeuten zu gehen? Ich schaff das schon. Das ist doch eine gute Idee. Ich hab da eine Bekannte und die ist Kindertherapeutin. Die würde ihr bestimmt gerne helfen. Ja, aber ich halte nicht viel vom Psychologen. Mach dir nichts vor, die Judy braucht Hilfe. Meinst du? Unbedingt. Na gut, dann. Ich kann sie mir ja mal anschauen. Ach, hübsch. Wie eine kleine Prinzessin siehst du aus. Ui, ist das ein schöner Stein. Ist der für mich? Dann schenke ich dir auch was. Das ist die Träne von einer Bergelfe. Und immer wenn ein Kind traurig ist, dann weint die Elfe so eine Träne. Und wer sie findet, schenkt sie dem traurigen Kind, damit es wieder lachen kann. Muss ich aber weiter. Wir machen uns auch auf den Heimweg. Für euch. Servus. Wiederschauen, Herr Vater. Grüß Gott. Das ist der Florian. Grüß dich.
Grüß Gott, Herr Pfarrer. Sie haben doch nichts dagegen, wenn der Florian mal heute dabei ist. Die ersten 2 Stunden in der Schule sind ausgefallen. Kein Problem. Entschuldigen's, das geht mir zwar nichts an, aber gesund ist das nicht, was du isst. Aber es schmeckt. Schauen Sie mal, was ich Ihnen da mitgebracht habe. Ich muss auch immer Müsli essen. Okay. Ja, stellen Sie das Müsli in den Kühlschrank. Ich esse lieber die Wurst. Für einen Pfarrer schauen Sie dann noch ganz fesch aus. Und damit es so bleibt, muss man sich auch gesund ernähren, gell? Also, Frau Hofstetter. Herr Pfarrer, willst du meine neue CD an? Ja, leg sie auf. Also, tun schon wieder Staubsaugen. Ja, was sein muss, muss sein. Winnie Meier, sehr schöne Musik, die kenne ich. Magst du Wurst? Die Mama ist nicht mehr da. Ich möchte auch mal Pfarrer werden. So? Und wieso willst du Pfarrer werden? Da darf man essen, was man will. Ja. Wie gefällt Ihnen die? Wunderschön, die nehme ich. Sehr schön, danke. Pass es doch auf! Entschuldigung. Tom! Um Himmels Willen, das war jetzt knapp. Hallo, Frau Leitner. Da haben Sie jetzt aber einen Schutzengel gehabt, mein Lieber. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen durcheinander, glaube ich. Mein Gott, Sie sind ja ganz verstört. Wissen Sie was? Ich lasse Sie auf einen Kaffee ein. Mei, ist die schön. So eine ähnliche habe ich als Kind auch einmal gehabt. Und wenn man einen Bandel gezogen hat, hat es Mama und Papa gesagt. Wunderschön. Da wird sie sich aber freuen, die Judy. Immer wenn ich auf Geschäftsreise war, dann habe ich ihr früher eine Puppe mitgebracht. Da hat sie bestimmt schon viele, oder? Über 20. Ich weiß, man darf Kinder nicht so verwöhnen, aber es ist einfach so schön, wenn sie sich freut. Sie hängen wahnsinnig an dem Kind, gell? Ja. Ich wünsche mir, dass sie wieder so wird wie früher. Dass sie lacht, sich freut, mich umarmt, ihren 1000 Fragen löchert. Dass sich ein Kind durch einen Unfall so verändern kann. Tja, ich muss doch. Zahlen bitte. Nein, nichts da. Ich habe Sie eingeladen. Danke, Frau Lack. Oh, ist das ein schöner Speck. Ich danke dir, Maria. Die muss ich jetzt gleich verstecken, weil sonst nimmt's man weg. Die hat die aber gut im Griff, mein Lieber. Naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Maria, setzen wir uns doch hin. Magst du einen Kaffee? Na, danke schön. Du, Friedl, ich bin nur wegen was anderem gekommen. Ich hab gerade einen Tom getroffen und ich hab einfach das Gefühl, es geht ihm nicht gut. Ja, das hab ich auch. Kannst nicht einmal mit ihm reden. Ich weiß ja nicht, ob er mit mir reden will. Probier's halt einfach. Lass dir was einfallen. Guten Morgen, meine Prinzessin. Kleines Stückchen noch, bitte. Hm? Morgen, Lena. Guten Morgen, Tom. Sie hat sich wahnsinnig über die Puppe gefreut. Ja? Mhm. Frau Leitner, ich hätte gern ein paar Rühreier. Gern. Ihr zwei auch? Nein, danke. Tom, kommst du mit zur Therapeutin? Was für eine Therapeutin? Na ja, weißt du, der Herr Pfarrer und die Anita haben gemeint, dass... Ach, Anita. Ja. Anita, Anita. Lena, ich verstehe dich nicht. Bei uns in den USA haben wir die besten Psychotherapeuten der Welt. Und du wolltest nicht.
Jetzt kommt deine Busenfreundin Anita daher und schwatzt dir irgendeine Wald- und Wiesentherapeutin auf. Und du bist sofort Feuer und Flamme. Du, da mach ich nie mit. Warum bist du immer so voller Vorurteile? Schau sie dir doch erstmal an, bitte. Was interessiert dich schon meine Meinung? Du machst doch sowieso die ganze Zeit, was du willst. Das heißt also, du kommst nicht mit? Nee. Schade. Tom, ich habe geglaubt, dass die Puppe von dir als neuer Anfang gemeint war. Einen wunderschönen guten Morgen. Wollen wir fahren? Ach, die kommt also auch mit, hä? Ich wollte euch nur hinbringen. Guten Morgen, Anita. Morgen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Was ist denn mit ihm? Plötzlich hält er nichts mehr von einer Therapie. Und ich habe geglaubt, ich könnte uns eine neue Brücke bauen. Sehr fein hast du es gemacht. Jetzt komm runter. Franziska ist jetzt dran. Okay. Kommst du bitte? Und hopp. So, jetzt machen wir das, was wir letzte Stunde gemacht haben. Genau. Los. Super. Sehr fein. Steffi! Übernimmst du bitte? Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo, Anita. Grüß dich. Ich bin die Steffi. Hallo, freut mich, ich bin die Lena. Hallo. Hallo, Judy. Ich bin die Steffi. Also, ich weiß nicht, ob ausgerechnet eine Pferdetherapie für Judy das Richtige ist. Sie hat Angst vor Pferden. Und ich muss sagen, ich habe auch einen riesen Respekt davor. Ja, aber die Judy ist doch früher geritten. Ich glaube nicht, dass sie Angst vor Pferden hat. Vielleicht lösen Pferde bei ihr die Erinnerung an ein schlimmes Erlebnis aus und dann bekommt sie Panik. Es ist besser, wir gehen zum Auto zurück. Komm. Hallo, Judy. Soll ich dir was Schönes zeigen? Kommst du mit? Schau mal, Judy. Das sind meine kleinen Freunde. Komm zu mir. Da. Willst du mal probieren? Wie wollen Sie denn Judy helfen, wenn sie sich nicht mal in die Nähe eines Pferdes traut? Wir müssen sehr, sehr große Geduld haben. Mit der Zeit wird sie sich sicher an die Pferde gewöhnen. Versuche ist es sicher wert. Allerdings ist es tatsächlich besser, wenn wir erst mal mit einem Pferd anfangen. Meinst du denn, wir könnten das Pferd irgendwo in Elmau unterstellen? Da finden wir schon Lösungen. Danke, dass ich das Pferd bei Ihnen unterstellen darf. Das ist wirklich sehr nett. Keine Ursache. Ich helfe gern. Früher hat meine Frau ein Pferd gehabt. Und jetzt hat sie kein Pferd mehr? Meine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh, das tut mir sehr leid. Es müsste doch alles da sein. Die Liesel wird sich bei Ihnen bestimmt sehr wohl fühlen. Komm. Ganz vorsichtig. Pass auf, Toni. Ah! Tut sehr weh. Oh nein. Oh. Entschuldigen Sie, das tut mir wirklich sehr leid. Aber wenn ein Pferd rückwärts aus dem Hänger kommt, kann es hinten leider nichts sehen. Danke für den Hinweis. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Komm, Liesel, komm. Möchten Sie nur Bier? Nein, danke. Übrigens, der Pfarrer las fragen, ob sie ihm einen Brief übersetzen könnten, weil mit seinem Englisch hapert es nämlich. Sicherlich. Gehen, schauen Sie doch bei ihm vorbei, wenn Sie wieder mal im Dorf drunten sind, ja? Ich bin so froh, dass ich dich als Freundin habe. Jetzt einmal raus mit der Sprache. Was ist eigentlich zwischen dir und Tom? Das kann doch nicht nur der Unfall sein. Der Tom war mein absoluter Traummann.
Er konnte zuhören. Er war witzig und charmant. Hat eine Art, mit Menschen umzugehen, die einfach jeden fasziniert hat. Und dann kam Judy, unser Wunschkind. Hier, Judy, fang! Damals war einfach alles wie in einem Bilderbuch. Ich verstehe nicht, warum nach Judys Unfall alles vorbei war. Das hätte euch doch noch näher zusammenschweißen müssen. Je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr weiß ich, dass es schon vorher gekriselt hat. Tom hat Karriere gemacht, er hat Tag und Nacht gearbeitet. Und manchmal war er sehr gereizt. Vielleicht ist eine andere Frau im Spiel? Er sagt nein. Und weißt du was, ich glaube ihm das sogar. Wenn er mal zu Hause war, dann hat er sich nur mehr um Judy gekümmert. Ich kam mir total überflüssig vor und ich war einsam. Es ist nicht mehr der Tod, den ich geheiratet habe. Habt ihr mal drüber geredet? Ich hab's versucht. Aber genauso gut hätte ich, ich weiß, ich gegen eine Wand drehen können. Bitte? Grüß Gott, ich sollte zu meinem Fahrer kommen. Ja, tut mir leid, der ist nicht da. Haben Sie einen Termin? Einen Termin? Nein, Termin habe ich keinen. Ich sollte ihm helfen bei einer Übersetzung. Das muss ein Irrtum sein. Wir sind hier in der Pfarrei. Hier gibt's nichts zu übersetzen. Wiederschauen. Frau Hofstetter, wer war da an der Tür? Niemand. Was heißt niemand? Ich habe doch die Klingel gehört. Ach, der. Der wollte was übersetzen, aber das ist ein Vertretertrick, da kenne ich mich aus. Den habe ich natürlich wieder weggeschickt. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Das ist ein Pfarrhaus! Und ich bin der Pfarrer! Und diese Tür steht für jeden offen. Haben wir uns jetzt! Womit habe ich das verdient? Frau Hofstetter, es hat geklingelt. Na, jetzt geh nimmer an die Tür, sonst mache ich ja wieder was falsch. Die Mama nicht da? Doch. Die ist da. Ja, Flori, grüß dich. Na? Wie war's in der Schule? Gut. Ja? Und was hast du auf? Herr Moser, rücken Sie bitte in der Zirbelstube zwei Tische zusammen. Da kommt noch eine Gruppe von 10 Personen. In Ordnung. Danke. Ja, so ein Zufall. Schau, wer da kommt. Toni, grüß dich. Grüß dich, Anita. Grüß Gott. Grüß Gott. Sag einmal, ist euer Tagungsraum am Dienstag frei? Ihr habt eine Ausschusssitzung. Das haben wir doch schon lange abgemacht. Ihr habt ja das kleine Sitzungszimmer reserviert. Ach so, ja. Also dann. Herr Kirchbichler? Ja. Darf ich Sie auf ein Glas Prosecco einladen? So, ich muss jetzt weitermachen. Ich bin total im Stress. Setzen Sie sich doch. Herr Ober, zwei Schön. Prosecco bitte. Und? Geht's Ihrem Fuß wieder besser? Ja, ich habe Umschläge mit Essigsäure Tonerde gemacht. Sie Ärmste. Wissen Sie was? Darf ich Sie als kleine Wiedergutmachung zu einem Ausritt mit Picknick einladen? Oder haben Sie nach diesem Missgeschick genug von Pferden? Nein. Ich bin ja früher selber viel geritten. Dankeschön. Danke. Ich komme gern mit. Fein, das freut mich. Ich bin übrigens die Steffi. Ich bin der Toni. Prost. Prost. Grüß dich, komm Friedel. Grüß dich, Maria. Wo ist denn der Tom? Die sind weggefahren. Sag einmal, was ist denn los bei euch? Was hat denn die Hofstädterin? Die konnte die Leute nicht einfach fortschicken. Ja, ich hab sie schon gesagt, dass es so nicht geht. Wo sind sie denn hin? Ins Kaiserbad sind sie gegangen. Gott sei Dank haben sie endlich einmal was miteinander unternommen. Ja, das wird ein sportlicher Tag.
Jetzt darf ich auch nur schwimmen gehen. Ich bin jetzt eine Sonnenblume. Und wo ist die zweite? Wo ist die zweite? Wo ist die zweite? Nein! Da, halt. Ein Bär und bald. Ja, super, Judy. Toll machst du das. Sag mal, hast du geschwindelt? Das gibt's doch gar nicht. Du hast gewonnen. Super. Jetzt gib mir eine Runde rutschen. Hm? Komm, Judy. Komm, lass sie doch, wenn sie nicht ins Wasser will. Hm? Ich denke, wir sind zum Schwimmen hergekommen. Akzeptier doch einfach, dass sie nicht will. Gib's immer nach. Wenn du willst, dass sich was ändert, dann musst du auch ein bisschen was von ihr fordern. Das kannst du mit deinen Angestellten machen, aber nicht mit uns. Ich sag ja schon gar nichts mehr. Hallo. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott, mein Amt. Hallo. Darf ich mich dazusetzen? Ja, klar. Hi, Judy. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Komisch, ich war heute Morgen schon mal bei Ihnen. Ja, das war ein Missverständnis. Das tut mir leid. Ein Pfarrer im Schwimmbad sieht man auch nicht alle Tage. Tja, bei der Hitze kann man eine Abkühlung schon vertragen. Das stimmt. Judy, hast du schon die Wasserrutsche ausprobiert, hä? Ein anderes Mal, hm? Ja. Also, ich gehe jetzt schwimmen. Tom, kommen Sie mit? Ja, gehen wir eine Runde schwimmen. Bis nachher. Ja. Wollen wir noch mal spielen? Hm? Okay, eins sage ich dir. Diesmal gewinne ich. Zum Schwimmen sollten Sie Ihr T-Shirt aber ausziehen, Frau. Was? Ach so, ja. Heute kommt die Therapeutin mit dem Pferd. Kommen Sie da auch mit? Nein. Ich halte nicht so dieser Therapie. Um ehrlich zu sein, das ist kein Zufall, dass ich hier bin. Ich wollte mit Ihnen reden. Na ja, worüber denn? Das, was Sie mir bei Ihrer Ankunft gesagt haben, das hat mir zu denken gegeben. Und ich habe den Eindruck, Sie fühlen sich etwas unwohl hier. Herr Pfarrer, es ist zwar sehr nett, dass Sie sich um mich kümmern, aber auf Ihren seelsorgerischen Beistand kann ich verzichten. Ja, dann halt nicht. Wie heißt du? Jetzt machen wir ganz was Feines. Wir geben der Liesel Zucker. Schau mal, das ist ganz was Feines. Möchtest du der Liesel auch Zucker geben? Ich denke, für heute ist es genug. Ich würde vorschlagen, Sie kommen jeden Tag hierher, damit die Judy sich an die Liesel gewöhnen kann. Sag mal, was soll das denn? Judy und ich fahren wieder ab. Diese komische Therapie bringt doch nichts. Aber wieso? Woher willst du denn das wissen? Weil ich euch beobachtet habe. So weit ist es schon, dass du uns nachspionierst. Aber warum bist du denn nicht dazugekommen? Wir werden sowieso nur streiten. Tom! Tom, jetzt gib den Koffer her! Sofort Lass. Den Koffer her! Sei vernünftig! Komm, Judy! Ich glaube, du gehst jetzt besser. Mein Schatz. Na, komm her. Der Papi hat es nicht so gemeint, okay? Er wollte Judy einfach mitnehmen. Ohne mich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Weißt du, ich glaube, es ist besser, wenn ich mich von Tom trenne. Lena.
Und Judy, ich meine, hast du überlegt, was das heißt, ohne Vater aufzuwachsen? Natürlich habe ich das. Aber glaubst du, es ist besser, sie wachsen in einer lieblosen Atmosphäre auf, wo nur mehr gestritten wird? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Judy hat Angst, sie will nicht aufsteigen. Wir müssen Geduld haben. Wenn sie nicht will, dann probieren wir es eben morgen wieder. Okay. Morgen, Kinder. Morgen. Habt ihr Brotzeit dabei? Ja. Gut. Herr Pfarrer, Moment. Frau Buchständer. Sie haben Ihre Brotzeit liegen lassen. Hm, haben wir es jetzt. Also, auf geht's. Oder wir fahren auf die Sommerrodelbahn. Das wäre doch was für dich. Ha? Was meinst du, mein Spaß? Grüß euch. Servus, Friedel. Grüß Gott. Grüß euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hoffentlich heute Wetter. Servus, Judy. Hast du Lust mitzukommen? Hm? Darf sie? Ja, gern. Ja, dann komm. Komm. Jetzt wissen wir, was wir heute machen. Ja. Macht es euch schön. Ja. Grüezi. Ciao. Servus. Also, packen wir's. Seid ihr etwa schon fertig? Ja, man darf nichts erzwingen. Zwei Schritte vor und einen zurück. So ist es halt in der Therapie. Und? Was hast du heute noch vor? Ich muss heute auch mal in die Praxis. Sonst bleibt ja alles liegen. Darf ich dich trotzdem auf einen Kaffee einladen? Judy ist an dem Fahrrad zum Zeltlager mitgegangen. Komisch, dass du einmal nicht dabei bist. Was hast du für ein Problem mit mir? Ich habe überhaupt kein Problem mit dir. Warum glaubt ihr eigentlich alle, dass ich Probleme hätte, ha? Schön ist es da. Ja. Die Kinder haben ihren Spaß. Oh, jetzt wird's aber gefährlich. Kinder! Nicht so viel Steine ins Wasser werfen, sonst staut sich's. Oh. Alex, komm! Ich trau mich aber nicht, Herr Pfarrer! Wart, ich komm da rüber! Komm, gib mir die Hand! Oh, oh. Können Sie im Zirkus auftreten, Herr Pfarrer? Ja, ich lasse nichts unversucht, um Judy zum Lachen zu bringen. Aber ich sehe schon, da muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Judy? Wo ist denn die Judy? Kinder, habt ihr die Judy gesehen? Nein. Judy! Judy! Weit kann sie noch nicht sein. Schauen Sie da oben nach, hier am Wildbach entlang. Gut. Sandra, ja? Pass bitte auf die Kinder auf! Ja, okay. Judy! 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 Um Gottes Willen, ist da was passiert?
Ich bin gleich da. Oh. Oh. Judy! Hast dir wehgetan? Das ist nur ein Kratzer. Nicht so schlimm. Jetzt bring ich dich zur Mama, ja? So, und jetzt festhalten, ja? Judy! Mach uns auf! Mach uns auf! Judy! Komm her. Es ist dir nichts passiert. Gott sei Dank. Weißt, mit meinen Händen hätte ich es ausgraben, wenn ich sie wieder lebendig machen könnte. Phil, ich fühle mich hin und her gerissen. Wegen der Steffi. Ich weiß nicht, was richtig ist. Was ist richtig und was ist falsch? Glaub mir, die Elisabeth schaut runter und freut sich, wenn es dir gut geht. Ich kann sie nicht vergessen. Das sollst du auch nicht. Was aber nicht heißt, dass man sich nicht neu verlieben darf. Meinst? Freilich. Wenn es ehrlich ist und vom Herzen kommt. Wie lange kennst du eigentlich schon den Toni? Wir sind seit Jahren befreundet. Wieso? Er ist ein interessanter Mann, aber er scheint nicht ganz einfach zu sein. Tja. Als Psychologin solltest du doch wissen, dass es keine einfachen Männer gibt. Nein, jetzt mal im Ernst. Hat der Toni eine Freundin? Nicht, dass ich wüsste. Sag einmal, wieso fragst du mich? Na so. Judy, gehst du heute mal allein ins Bett? Ja, gut. Gute Nacht, mein Schatz. Judy. Juli, guten Abend. Tom. Tom, wir müssen reden. So kann es nicht weitergehen. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Wir drehen uns mit unseren Vorwürfen im Kreis. Tom, wir sollten uns eine Weile trennen. Hat jetzt deine Freundin geraten? Lass doch Anita aus dem Spiel. Es geht um Judy, Tom. Wir brauchen Abstand voneinander. Warum fährst du nicht einfach nach Amerika? Hast du ja fein ausgedacht. Willst du mit Judy noch mehr im Fremden oder was? Nein, das will ich doch gar nicht. Ach, gib's doch zu. Hast dich aber geschnitten. So einfach überlasse ich dir Judy nicht. Tom, Tom, bitte! Hat die Steffi eigentlich was von mir gesagt? Na, warum? Oh. Nur so. Die hat eine tolle Ausstrahlung. Ja, das kann man wohl sagen. Die kann sich die Männer bestimmt aussuchen. Ich glaube, die hat sich schon einen ausgesucht. Du, jetzt brauchen wir nur noch die Getränkekisten raufholen. Und dann können wir fahren. Was schießt denn da? Fällt hinein. Sie können hier doch nicht so einfach rumschießen. Warum ist denn das quer her? Wenn die Polizei sie erwischt hätte, dann wären sie jetzt dran. Ja, wir übertreiben sie doch nicht so. Ist doch nichts passiert. Mein Gott, bei uns in Amerika ist das normal, dass man als Sportschütze in der Natur ein paar Schieß übermachen darf. Wir sind hier aber nicht in Amerika. Das merke ich. Das ist doch das Quer von die Leitners. Ja, ich hab's mir ausgeborgt. Ich werde schon wieder in den Schrank stellen. Ja, aber geschossen werden nimmer. Schönen Tag noch, meine Herren. So ein Närrischer.
Na, der werden wir jetzt kennenlernen. Na, lass es, Toni. Die Geschichte bleibt unter uns. Sonst hat die Lina das nächste Problem. Grüß Gott, Frau Bachmüller. Ihre Miete ist schon wieder mal überfällig. Ich weiß, nächsten Monat zahle ich alles. Wissen Sie, was ich hier habe? Ihre Kündigung. Dazu haben Sie kein Recht. Na, das sehe ich anders. Unerlaubte Untervermietung und dann Ihre Herrenbesuche. Was wollen Sie denn damit sagen? Tja, das Dorf sieht alles und hört alles. Das arme Kind. Meinem Kind geht's gut. Sie sind doch bloß neidisch. Auf Sie? Dass ich nicht lach. Sie sitzen jedenfalls demnächst auf der Straße. Und wenn Sie nicht freiwillig gehen, kann ich Sie auch rausklagen. Den Prozess gewinne ich. So, zum Wohlsein. Tom! Gut, dass Sie endlich kommen. Mr. Forster hat schon ein paar Mal für Sie angerufen. Mein Chef? Was wollte er denn? Ja, ich hab's halt nicht so recht verstanden, gell? Aber ich hab ihm gesagt, dass Sie zurückrufen. Gut, danke. Wenn du dich dauernd mit Problemkindern beschäftigst, ist das nicht manchmal auch belastend? Nein. Gerade diese Kinder geben einem so viel zurück. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Gefühl es ist, wenn sie zum ersten Mal wieder lachen. Wow, was für ein herrliches Panorama. Ja, im Frühling haben wir als Buben immer den Ehrgeiz gehabt, als Erster im See zu schwimmen. Der Gebirgssee ist doch eiskalt. Allerdings. Für mich war es früher das höchste Wettrennen zu reiten. Und ich habe meistens gewonnen. Ja, das werden wir dann mal sehen. Ich schlage jetzt vor, wir reiten davor, dann den Waldweg am See entlang. Und wer als Erster auf der großen Wiese ist, der hat gewonnen. Okay, aber pass auf, ich bin eine gute Reiterin. Also dann, auf geht's. Was sind denn das für Koffer? Was machen Sie denn da? Herr Pfarrer, könnten Sie mir bitte schon 17 Euro auslegen? Ich gebe es Ihnen auch später wieder für den Taxifahrer, ja? Stimmt schon. Danke. Frau Hofstetter, können Sie mich vielleicht aufklären, was das hier werden soll? Ja, ich habe mir gedacht, wo mein Bub im Schullandheim ist, wäre es praktischer, wenn ich hier wohne. Ja, schon. Aber was ist denn passiert? Ein Wasserrohrbruch. Meine ganze Wohnung steht unter Wasser. Ja, soll das heißen, Sie wollen hier einziehen? Ja. Welches Zimmer darf ich denn haben? Also, das kommt mir jetzt schon sehr überraschend, gell? Wir raufen uns schon zusammen, Herr Pfarrer. Ich nehme dann das Gästezimmer im ersten Stock, wenn's recht ist, gell? Ja. Alle Achtung! Einigen wir uns auf Unentschieden? Hey, ich hab gewonnen! Du hattest das schnellere Pferd. Okay, Unentschieden. Aber jetzt habe ich Hunger. Was gibt's denn? Frikadellen, italienische Vorspeisen und ein wunderbares Bauernbrot. Oh, man merkt, dass ich länger nicht geritten bin. Du wirst morgen einen fürchterlichen Muskelkater haben. Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Frau Bachmüller! Gut, dass ich Sie treffe. Was kann ich für Sie tun? Passen Sie auf mit der Frau Hofstetter. Das ist vielleicht eine. Ich habe sie rausgeschmissen, weil sie die Miete nicht bezahlt hat. Und jetzt habe ich gehört, dass sie sich bei Ihnen eingenistet hat. Da wäre ich aber vorsichtig. Und wie viel schuldet sie Ihnen? 500 Euro. Frau Bachmüller, wissen Sie, wie man das nennt, was Sie da machen? Leid ausrichten. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. So was. Nach 3 Jahren gab es für mich nur die Frage, ignoriere ich seine Frauengeschichten oder ziehe ich einen Schlussstrich, auch wenn es weh tut. Ich hätte mich für Letzteres entschieden. Das war vernünftig. Ja. Jetzt kann ich wieder tun und lassen, was ich will.
und kann mich auf meine Arbeit konzentrieren. Seit langem habe ich nicht mehr erlebt, dass man so offen miteinander redet. Ich bin ein Mensch, der gerne anderen vertraut. Aber leider wird man auch da oft enttäuscht. Wer vertraut, ist verletzbar. Darum igel ich mich eher ein. Auf das Vertrauen? Auf eine wundervolle Frau. Ich glaube, wir sollten besser zurückreiten. Ich mache mir schon wieder ein schlechtes Gewissen. Wieso denn? Na, wegen der Judy. Ah, jetzt geht der Tom, kann sich schließlich auch einmal kümmern. Und die Maria ist auch da. Ich halt endlich mal ab, Süße. Ja, aber... Komm! Darf ich? Kommen Sie nicht durch? Das ist drüben Hauptgeschäftszeit. Alle Leitungen überlastet. Er hat gesagt, er probiert es mal. Entschuldigung. Sagen Sie, haben Sie überhaupt irgendwas verstanden von dem, was er gesagt hat? Na, also so viel Englisch kann ich gerade noch. So, meine Prinzessin. Jetzt gehen wir schlafen, hm? Judy, hast du gehört? Jetzt gehen wir ins Bett, hm? Verdammt noch mal, jetzt hör auf mit den Faxen. Ich bin dein Vater. Jetzt gehen wir ins Bett, komm. Hallo, Judy. Ja, was malst denn da? Hm? Soll ich dir eine gute Nachtgeschichte erzählen? Hm? Kommst mit mir. Hopp. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Und, schläft sie? Ja. Zu dir hat sie mehr Vertrauen als zu mir. Ich komme irgendwie an sie nicht ran. Alles braucht seine Zeit. Vielleicht ist meine Therapie für Judy der falsche Weg. Du willst aufgeben. Man muss seine Grenzen akzeptieren. Und wenn wir es zusammen noch mal probieren? Hm? Warum nicht? Ein Versuch ist es wert. Mal ein paar Wolken. Schau, es sind so viele Tom. Wolken da. Hm? Tom, schnell! Dieser Mr. Forster ist wieder am Telefon. Ach. Dein Boss, wieso? Ist dringend. Dringend. Immer ist alles dringend. No, Mr. Forster, I won't interrupt my vacation. Well, just because there's somebody in the company that doesn't perform the job right and you could... No, I won't. Well, please yourself then. Thanks, bye. Schlechte Nachrichten. Mein Chef wollte, dass ich meinen Urlaub abbreche. Die Firma wird ja wohl ein paar Tage ohne mich auskommen. Fall nicht runter, Friedel. Ja, ich gebe mir alle Mühe. Ach, schau mal, der Friedel und die Steffi. Bind die Liesel da vorne gut fest. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ganz schön steil der Weg, Herr Liesel. Da kommt man in Schwitzen. Ja, Himmel, Herrschaft, Zeitnetz, hilft mir doch einer! Das ist aber lieb von dir, Judy, dass du mir hilfst. Jetzt müssen wir uns aber um die Liesel kümmern. Magst du mir helfen? Sehen Sie?
Das ist doch ein großer Fortschritt. Vor ein paar Tagen hätte ich mir das überhaupt nicht träumen lassen. Ich bin sehr optimistisch. Wenn ihr was braucht. Nein, danke. Wir haben alles. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir am Ball bleiben. Lassen Sie die Judy so oft wie möglich mit der Liesel zusammen sein. Ich glaube, das will sie jetzt auch selbst. Ich bin morgen wieder da und dann werden wir das Pferd an der Lounge führen. Sagen Sie, wollte er nicht irgendwas von Ihnen? Nein, das glaube ich nicht. Frau Hofstetter? Frau Hofstetter, schämen Sie sich nicht? Jetzt müssen schon andere Leute für ihre Schulden aufkommen. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Jetzt lassen Sie mich zufrieden. Raffiniert. Das haben Sie sich ja geschickt eingefädelt mit dem Pfarrer. Zuerst um den Finger wickeln und dann auch noch die Schulden zahlen lassen. Pfui. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass wir einen Tisch brauchen für das Essen nach der Ausschusssitzung? Ja, freilich, schon vor ein paar Tagen. Na gut. Aber es sind jetzt nicht mehr 7 Personen, sondern nur noch 5. Das geht schon in Ordnung. Gibt's sonst noch was? Ich tät gern deinen Rat hören. Wegen dem Essen? Na, ich möchte was anderes fragen. Dann schieß los. Ist das bei euch Frauen immer so? Was? Ich habe mich irgendwie ungeschickt benommen. Und jetzt willst du nichts mehr von mir wissen. Dann musst du es halt wieder gerade rücken, Toni. Ja, aber wir. Weißt, ich hab da ein bisschen wenig Übung. Pass auf. Ich geb da Flaschen Wein mit, du kaufst einen Strauß Rosen und dann fahrst zu ihr. Einfach so? Ja, einfach so. Oder soll ich dir dabei auch noch die Hand halten? Hofstetter! Wenn du das einmal brauchst, ist sie nicht da. Frau Hofstetter! Was ist denn jetzt los? Haben Sie jetzt eine Wohnung gefunden? Na, aber ich gehe. Das ist mir alles wahnsinnig unangenehm. Die Schulden zahle ich natürlich zurück. Nicht zurückzahlen. Abarbeiten. Ja, soll das heißen? Aber Sie wissen schon, wie die Leute bei mich reden. Was die Leute reden, das interessiert mich nicht. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Alles. Sie respektieren meine Privatsphäre. Abgemacht? Abgemacht. Die Kreuzigung stammt aus dem 17. Jahrhundert. Menschen, die in Verzweiflung sind, suchen Hilfe beim Gnadenbild der heiligen Jungfrau. Hier kann nicht mehr geholfen werden. Warum nicht? Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe gelogen, weil ich das Wichtigste nicht verlieren wollte. Was ist denn passiert? Judy hat so furchtbar geweint, weil das Pferd nicht mehr aufstehen konnte. Ich habe sie getröstet und habe ihr gesagt,
Es kommt gleich Hilfe und das Pferd wird bestimmt bald wieder gesund. Dann habe ich sie ins Auto getragen. Ich bin dann mit dem Besitzer zum Pferd zurück. Und er hat sofort gesehen, dass beide Vorderläufe gebrochen waren und dass man dem Pferd nicht mehr helfen konnte. Da hat er seine Pistole gezogen und das Pferd erschossen. Plötzlich stand Judy wieder da. Sie hat es gesehen? Ja. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Und dann hat sie sich auf das tote Pferd geschmissen und geschrien. Ich habe sie weggezerrt. Sie hat sich gewehrt und nach mir geschlagen. Und plötzlich ist sie ganz still geworden. Und seitdem hat sie kein Wort mehr gesprochen. Ich glaube, sie gibt mir die Schuld, weil ich es nicht verhindert habe. Haben Sie mit Ihrer Frau darüber gesprochen? Mit mir und Lena liegt schon lange alles im Magen. Ich wollte es nicht noch schlimmer machen. Aber Sie müssen doch mit ihr reden. Schlimmer kann es doch gar nicht mehr werden. Dazu ist es jetzt zu spät. Es ist nie zu spät. Das ist alles kein Sinn. Ich bin ein Versager. Nein. Das sind Sie nicht. Sehr nett, dass Sie mich trösten wollen, Herr Pfarrer, aber ich weiß es besser. Tom, Sie müssen jetzt den ersten Schritt machen. Geben Sie nicht auf. Ich bitte Sie. Lena, wir müssen miteinander reden. Bist du wieder auf deinem Spionageposten, ja? Lena, bitte. Tom, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich nehme meine Entscheidung nicht zurück. Judy geht es gut hier. Sie braucht Harmonie und wir können sie ihr nicht geben. Tom, ich will die Scheidung. Ich habe alles versucht. Jetzt brauchen Sie deine Hilfe. Da, Schatz, einen guten Appetit. Gell? So. Tag, Frau Leitner. Tom, drinnen liegt ein Telegramm für Sie. Danke. Ja, bin schon da. Was passiert? Was? Mensch, Sven, was ist denn los? Sie sind ja ganz durcheinander. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe eine Idee. Soll ich sie dir erzählen? Ich glaube, die Liesel freut sich, wenn du auf ihr reitest. Und hopp. Ihr reitet aus. Toll, Judy. Super. Ich glaube das nicht. Ich bin ja so stolz auf dich, meine Prinzessin. Du möchtest einen kleinen Spaziergang machen mit der Liesel? Ah, das ist eine gute Idee. Aber ich habe einen Termin in Kitzbühel. Ich kann euch leider nicht begleiten. Kann ich euch denn allein lassen mit der Liesel? Ja, klar. Ich passe auf. Ja? Gut. Dann viel Spaß.
Ich verstehe nicht, warum es zwischen den Menschen immer so kompliziert sein muss. Ich glaube, dass du Tom immer noch liebst. Kannst du dir überhaupt vorstellen, allein zu leben? So kann es auf keinen Fall weitergehen. Betreff Thomas Riederer. Absatz. Nach sorgfältiger Anamnese. Ja? Es tut mir leid. Ich war so ein Rimpf. Gott, katholisches Pfarramt Elmau, was kann ich für Sie tun? Ich bin's, Maria. Ist der Friedl da? Sag's doch gleich, dass du's bist. Er wollte zu euch hochkommen. Die Sache mit Tom und Lena lässt ihn keine Ruhe, hat er gesagt. Dankeschön für dich. Was mach ich denn bloß? Was mach ich denn bloß? Was mach ich denn bloß? Hörst du, Maria? Sind die Lena und der Tom da? Friedl, der Herrgott schickt dich. Franzl, gib mir deinen Autoschlüssel. Was? Wozu brauchen Sie mein Auto? Ja, mach, es geht um Leben und Tod. Bitte spring an. Herr Pfarrer, nicht so viel Gas geben, das haut er doch an. Hast du auch Hunger? Hm? Magst du einen Keks? Schau, die Liesel ist auch ganz hungrig. Aber was zu trinken magst du? Hier. Anita, ich hab's mir überlegt. Ich werde heute Abend noch mal mit Tom sprechen. Das finde ich gut. So, und jetzt schalt endlich ab und genieß den Tag. Warte, das geht wieder zurück. Komm, Judy. Bleiben Sie stehen, Herr Pfarrer. Das ist der falsche Weg, Tom. Was ist alles denn los? Wieso? Weil alles gelaufen ist. Meine Tochter hasst mich, meine Frau hat mich verlassen und mein Job bin ich auch los. Reicht das nicht? Nein. Es endet nicht alles so, wie man sich das vorstellt. Und nichts kann so schlimm auf der Welt sein, dass man deshalb sein Leben wegwirft. Sagen Sie mir einen Grund, warum ich weitermachen soll. Vielleicht, dass Lena Sie wieder in den Arm nehmen wird, wenn das alles vorbei ist. Vielleicht, dass Judy nach ihrem Vater ruft, wenn sie nachts schlecht träumt. Mein Gott, ich liebe sie doch so. Das war doch ein Schuss.
Keine Angst. Keine Angst, es passiert dir nichts. Alles ist gut, alles ist gut. Komm! Tom, um Himmels Willen. Tom, leg das Gewehr weg. Tom, bitte. Gib mir das Gewehr. Bitte gib mir das Gewehr. Gib es mir. Papa. Bitte nicht schießen. Nicht schießen. Ich hab dich lieb. Vielen Dank für alles. Keine Ursache, gern geschehen. Guten Flug. Dankeschön. Du kommst bald wieder, gell? Gerne. Wir sehen uns ganz Judy, bald wieder. Komm her. Du besuchst uns mal in Amerika? Ja, aber da musst du mir helfen. Danke. Weil ich kann nicht so gut Englisch. Bitte. Pass auf, Opa. Mei, bin ich froh, dass Sie sich wieder gefunden haben. Ja. Die zwei werden schon einiges miteinander berühren müssen. Ja, auf jeden Fall ist es ein Anfang.